In diesem Video stelle ich dir meine Backup-Lösung für Linux Mint vor. Ich komme ja von Windows und da bin ich leid gewohnt, wenn es um Backups geht. Bei Linux Mint ist immerhin schon mal eine Backup-Software im Lieferumfang dabei. Warum ich dir diese Lösung aber nicht empfehlen kann und was es für eine bessere Lösung gibt, das zeige ich dir nach dem Intro. Ich hatte mich gefreut, dass eine Software dabei ist, die bereits Backups machen kann bei Linux Mint. Leider musste ich feststellen, dass die meinen Anforderungen überhaupt nicht genügt. Diese Software kann lediglich Full Backups machen, verschlüsselt nicht und Backups werden nur dann erstellt, wenn ich diese manuell auslöse. Ich kann also hier keine Einplanung vornehmen. Ich habe mich also auf Recherche begeben und ich bin total positiv überrascht gewesen, was es für eine einfache und gute Lösung gibt. Die Lösung heißt DeshaDub. Dieses Dub steht für Duplication oder genauer gesagt für Deduplication. Diese Backup-Lösung hat den Vorteil, dass ich Dateien nicht doppelt sichere. Das sind aber alles Details, die dich als Nutzer gar nicht interessieren müssen. Wichtig ist nur zu wissen, diese Lösung komprimiert die Sicherung, sie legt inkrementelle Backups an und sie kann die Sicherung verschlüsseln. Als wenn das nicht schon schön genug wäre, ich kann mit dieser Lösung auch direkt Netzwerkordner ansprechen. Das heißt, ich kann eine Cloud nehmen und zum Beispiel per SFTP sichern. Es wird aber auch Google Drive unterstützt. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist Google Drive der einzige Cloud-Anbieter, der mit dieser Lösung unterstützt wird. Trotzdem gibt es eine Reihe an Netzwerkprotokollen wie Samba, die natürlich auch funktionieren. Das Schöne an der Lösung ist, sie ist kostenlos und kann sehr einfach in Betrieb genommen werden. Hast du zum Beispiel eine Fritzbox zu Hause oder ein NAS, kannst du per SMB-Protokoll oder per SFTP aufs NAS darauf sichern. Es spricht auch überhaupt nichts dagegen, auf eine Cloud zu sichern, die zum Beispiel per SFTP angesprochen werden kann. Die Backups werden clientseitig verschlüsselt. Für die technisch Interessierten unter euch, hinter dieser grafischen Benutzeroberfläche liegt das Backup-Tool Duplicity. Noch einfacher als die Sicherung an sich ist das Wiederherstellen. Ich habe die Möglichkeit, das ganze Backup komplett wiederherzustellen. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn irgendwie die Festplatte gecrashed ist, ich muss eine neue Festplatte reinschieben und kann dann einfach sagen, hier, da liegt mein Backup und einmal bitte wiederherstellen. Der andere Fall wäre ja, ich habe eine einzelne Datei verloren oder versehentlich gelöscht oder vielleicht die Datei überschrieben und möchte jetzt auf eine ältere Version zurück. Für diesen Fall muss man den Dateimanager Nautilus installieren. Bei manchen Linux-Systemen ist der schon automatisch vorinstalliert. Bei der Cinnamon-Umgebung ist Nemo installiert, der ist leider mit DeshaDub nicht kompatibel. Ist aber kein großes Problem, diese Installation muss ich sowieso nur vornehmen, wenn der Restore-Fall eintritt und dann ist das auch ganz einfach zu machen. Ich installiere mir also Nautilus und kann in den Ordner gehen, wo die Datei verloren gegangen ist. Nun kann ich entweder über einen Rechtsklick verlorene Dateien anzeigen lassen, das heißt, das Backup-Programm vergleicht das Backup mit dem lokalen Ordner und wenn dort Dateien fehlen, bekomme ich die angezeigt und kann die wiederherstellen. Wenn ich eine Datei versehentlich überschrieben habe mit einer falschen Datei, kann ich einfach einen Rechtsklick auf die Datei machen und eine frühere Version dieser Datei herstellen. Schöner kann man sich ein Backup-Programm nicht vorstellen. Das ist jetzt also meine Top-Empfehlung für ein Backup auf Linux Mint. Ich gehe im Detail jetzt gar nicht so sehr darauf ein, wie ich das Backup konfiguriere, weil das quasi zu einfach ist. Das ist einfach ein Wizard, den klickt man durch, da kann nicht viel schief gehen. Ich danke dir an der Stelle fürs Zuschauen. Wenn du mehr Videos noch haben möchtest, wie ich mir meinen Linux Mint konfiguriere, dann drück doch einfach den Abo-Button.